aufgemerkt, Ladies and Gentlemen. Jetzt kommt die weltberühmteste Attraktion. Die fliegenden Männer. Ja. Er legt sich schon wieder lang. Das riecht ja hier. Frische! Tut weh, was? Ugh.
Sheriff, sage ich, Sie haben mein Pferd geklaut. Versuch's mal zu Fuß, sagt er. Aber ich brauch's für meine Arbeit. Es ist dressiert. Es ist die weltberühmteste Attraktion, kein gewöhnlicher Gaul. Und wie viel Beine hat es, fragt er. Na, wie viel hat es? Sicher 4. Dann ist es mein Gaul. Es ist meins, sag ich. Und ich will's wieder haben. Auch wenn es mein Gaul ist. Sieh mal, sagt er, die Luft bei uns ist im Moment für einen Fremden zu bleihaltig. Hi, Joe. Diebe, Bastarde, Banditen. Tom! Komm mal schnell, da ist was ganz Komisches. Am besten am Süden, sagt er. Wo sie für stinkige Nigger noch eine gute Peitsche haben. Nicht mal das funktioniert hier. Ihr lahmhüftigen Klepper, wacht auf! Wollen wir nicht lieber den anderen Bescheid sagen? Es ist zu gefährlich, wenn du allein gehst. Ich will nicht, dass der Alte was merkt. So müde jetzt, Sossen. Machst du Frühsport? Nein, ich lauf meine neuen Stiefel ein. Wir kriegen Besuch. Du legst dich jetzt flach auf dein Bett und kommst erst wieder hoch, wenn ich es dir sage. Hast du mich verstanden? Aber wieso denn das? Tu, was ich sage. Was sind das für Vögel? Sind wir hier richtig? Na, lieber Devil. Du sollst liegen bleiben.
Ich danke euch. Bitte gern geschehen. Und jetzt? Was machen wir jetzt mit ihm? Dieser Mann wird uns unter den Händen verbluten, wenn wir ihm nicht helfen. Joe, hol frisches Verbandszeug. Hat er richtig getippt. Er ist verletzt. Schön, dass die ihn wieder zusammengeflickt haben. Ungewöhnlich gefährliche Nummer. Das müsst ihr euch einhämmern. Der kleinste Zwischenfall und der Genickbruch ist perfekt. Ihre Nummer ist von allen ähnlichen Zirkusnummern die weltberühmteste, die es gibt auf der Welt. Sie brauchen dazu Nerven wie Stahlseile und ein Höchstmaß an Konzentration. Darum bitte ich Sie, liebe Ladies and Gentlemen, wenn der Trommelwirbel abbricht, keinen Laut mehr hervorzubringen, damit hier völlige Ruhe herrschen. Vielen Dank.
Haufen Zeit, was drauf geht. Verdammte Affen. Hat sie vom Sitz gerissen, was? Und jetzt, Ladies and Gentlemen, nehmen wir wieder unsere Plätze ein. Kein Grund zur Beunruhigung. Der Zirkus geht weiter, wie angekündigt. Und nun die lang erwartete Hauptattraktion. Ladies and Gentlemen, die Girls. Raus, Kinder, zeigt, was lächelt. Bin ich. Seit wann schießt man auf Freunde? Hier, ein Schluck Leitungsheimer. Nämlich keine Lust, mich dauernd für deine Hilfe zu bedanken. Sie haben Joe erschossen. Einfach abgeknallt wie einen Hund. Ich habe geschworen, seinen Mörder zu bestrafen. Und ich bin hier, um dich zu fragen, ob du mir dabei helfen willst. Zeit ist er sonst immer hier. Er hat bestimmt eine Überraschung für uns. Der Empfang war sonst herzlicher. Wir müssen vorsichtig sein. Er hat kleine Scherze auf der Palette, die unter das Beinkleid bekleckern. In der Falle.
Ich sagte es ja schon. Er liebt so kleine Scherze. Vielleicht war es ein Fehler, hierher zu kommen. Mach's dir bequem und komm ja nicht auf die Idee, deinen Revolver zu ziehen. Sonst bist du verbleigepumpt, ehe du bis drei zählen kannst. Da hat er ausnahmsweise mal recht. Also los, Hände hoch, ihr beiden Hackköpfe. Reg dich ab, du Klops, und hüpf runter. Ich möchte dir meinen Freund vorstellen. Yes, sir. Ach, herrje. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was du mir diesmal wieder für einen Heckenbrunzer ins Haus schleppst. Ach. Sei nicht so grob zu den Fischen, das tut ihnen doch weh. Wenn du mich wieder in so eine halsbrecherische Sache mit reinziehen willst, dann wirst du die Fische raumampfen. Nicht doch, Dicker. Von nacktem Fisch kriege ich stets Sodbrennen. Ich weiß Bescheid, du hast dich zurückgezogen, um Ruhe und Frieden zu genießen. Und Babydoll sorgt dafür, dass mich niemand dabei stört. Das nenne ich noch wahre Freundschaft. Zuerst habe ich gedacht, er ist dein Sohn. So bescheuert, wie der aussieht. Musst du gar nicht hinhören. Das ist jemand aus meiner Vergangenheit, den wir ganz schnell wieder vergessen wollen. Und wenn er hier sprechen könnte, würde er zu dir sagen, schwöre ab, aber er ist taubstumm geboren. Deshalb ist er auch der einzige Mensch, den ich in meiner Nähe ertragen kann. Fällt dir bei dem Namen Finch irgendwas ein? Nein. Dass er dir lebenslänglich Zwangsarbeit zu verdanken hat, weißt du wohl auch nicht mehr. Nein. Wenn du deine dicke Birne bist... Nein! Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Entschuldige. Dann brauche ich ja den Namen Sharp gar nicht erst zu erwähnen. Was sagst du? S-A-H-R-P. Sharp. Schon bemerkenswert, wie er sich beherrschen kann. Dabei platzt er vor Neugier, was Sharp mit diesem widerlichen Finch zu schaffen hat. Um mal nachzufragen, ist er zu stolz. Oder? Finch hat mindestens 200 Jahre Knast. Und älter als 200 Jahre ist noch keiner geworden, außer mir. Finch war ganze zwei Jährchen drin. Er ist nämlich ausgebrochen. Ja, ja. Das sagst du. Nehmen wir mal an, Finch ist wirklich ausgebrochen. Er ist losgezogen und hat ein paar finstere Kerle um sich versammelt. Nicht viel, so circa 50 bis 60. Alles erstklassige Schützen. Kannst du mir folgen? Ich folge dir wie ein Bernhardiner. Oben in den Bergen haben ein paar arme Teufel mit viel Glück eine Menge Gold gefunden und ihre Claims abgesteckt. Die Kanone ist geladen, leg sie wieder hin. Für gute Einfälle ist Finch natürlich viel zu dämlich. Er arbeitet für einen Mr. Fischer, der den Leuten das Gold wieder wegnimmt. Nun kann es natürlich passieren, dass die Goldsucher was dagegen haben. Was glaubst du wohl, was die mit denen machen? Unvorstellbar. Nehmen wir mal an, dein Freund Sharp wird auch bedroht. Sharp war nie Goldsucher. Tja, vor ein paar Jahren noch nicht, da hast du vielleicht recht, aber jetzt steckt er mit seiner ganzen Familie da oben in den Bergen, der arme Kerl. Er tut mir wirklich leid. Was willst du damit sagen? Wenn du deinen dicken Kürbis ein bisschen anstrengst, kommst du von allein drauf. Neugierig? Als Sharp so richtig im Schlamassel gesteckt hat, hat er versucht, dich zu erreichen, aber Fehlanzeige. Trotzdem, er hatte Glück und fand mich. Gab mir dieses Papierchen zu treuen Händen. Treue Hände. Ah, das ist die Besitzurkunde von einem riesigen Stück Land mit sehr viel Gold unter der Erde. Seit ich diesen Wisch bei mir trage, jagen sie mich wie einen Hasen. Wenn ich richtig verstanden habe, dann braucht er ihre Hilfe, dieser Mr. Sharp. Was ist er, ein Verwandter von Ihnen? Aber nicht doch. Er ist sein Freund. Aber da steht ja auch mein Name. Selbstverständlich, was dachtest du denn? Oder glaubst du vielleicht, ich will mir das ganze Gold alleine unter den Nagel reißen, wenn Sharp etwas zustößt? Das ist ja fast zu gütig von dir. Jetzt stecke ich in dem ganzen Mist mit drin. Wisch dir den Tran vom Auge. Die Unterschriften müssen jedes Jahr erneuert werden. Und das Jahr ist fast um. Wir reiten sofort los. Er braucht Hilfe. Seine kleine Frau ist auch bei ihm. Und seine beiden Söhne. Und seine beiden Söhne. Wenn du mich diesmal wieder anschwerst, dann bist du alle. Noch so ein krummes Wort und deine Wassermelone ist hin. Der Hut ist ein Erbstück von Oma. Und du? Hast du etwa auch Gold gefunden? Ich bin Künstler und der Schutzengel von deinem Freund. So.
Du bist also sein Schutzengel, verkündest du. Den wird er auch brauchen, falls er wieder so ein verbogenes Ding mit mir vorhat. Eins verspreche ich dir, wenn ich diese Geschichte hinter mir habe, dann ziehe ich auf eine Insel, wo ich Kokosnüsse züchte. Das hast du mir schon 100 Mal versprochen und kommst doch immer wieder angeschissen. Ohne mich bist du ein Nichts. Ja, ein Nichts mit Schuhgröße 84. Dieses trostlose Zigeunerlager soll ein berühmter Zirkus sein, dass ich nicht lache. Ah, drücken musst du, vielleicht klappst dann doch noch mit einem Ei. Du, in den Sternen habe ich gelesen, dass du all meine Pläne verdirbst. Du bist wohl sauer, weil dein Huhn kein Ei legt. Thomas! Was ist los? Wo sind die anderen? Weg. Wo sind sie? Nichts mehr hat hier funktioniert, seit dem Unfall von Joe, als du uns hast sitzen lassen. Seitdem klappt nichts mehr. Wie sollen wir da überleben in Nebelein? Das ist ganz unmöglich bei der Konkurrenz hier. Alle haben mich verlassen. Alle haben Arbeit gefunden, bis auf mich. Niemand will mich haben. Gewiss, sie gucken ab und zu vorbei und sagen mir, dass sie ihr Geld sparen, damit wir wieder zusammen sein können, so wie vorher. Aber das ist nur Gequatsche. Wer wird denn gleich weinen? Wir sind doch alle hier, Matschauge. Wir brauchen nur ein paar Tage Zeit und alle Sorgen sind vergessen. Was heißt das? Ja, die kleinen Sorgen. Er meint nur die kleinen Sorgen, denn was jetzt kommt, ist so unvorstellbar, dass ich es selbst kaum fassen kann. Hank! Thomas! Du bist wieder da? Endlich! Grüß dich, Kleiner. Können wir wieder von vorn anfangen? Verlass dich darauf. So wie früher? Ja, so wie früher. Und wann? Sobald du auf deinen Beinen stehst. Endlich! Wie oft muss ich Ihnen noch sagen, ich will mein Bad in meinem Zimmer nehmen vor dem Frühstück. Und das Wasser muss Körperwärme haben. Und merken Sie es sich pünktlich. Nicht, dass ich warten muss und zu spät frühstücke. Natürlich, Mr. Trouble. Und das Mädchen soll klopfen, nicht, dass sie mich überrascht. Gewiss, Mr. Trouble, natürlich. Und während ich bade, das verlange ich. Ja, ich verlange es. Während ich bade, wird mein Anzug gebürstet und heiß gebügelt. Nicht, dass er dann auch noch zerknautscht ist. Darf ich dazu eine Bemerkung machen? Aber nur eine. Bestimmt haben Sie als Kind zu heiß gebadet, Mr. Trouble. Ja! Ja! Ja, was ist? Beeil dich, Thomas ist zurück. Wir arbeiten wieder zusammen. Wir alle. Tut mir leid, mein Kleiner. Aber wir müssen die Sache leider verschieben. Wie viel Liter dürfen das denn sein? Sag ihm, wie viel du brauchst. 10 Liter braun, 40 Liter rot, 60 Liter gelb und 7 Pinsel. Warum warten Sie noch? Wir sind in größter Eile. Thank you.
was auf dich zukommt. Die sind härter im Nehmen, als du dir vorstellen kannst, mein kleiner Kürbis. Ja, ja, das sagst du so. Und wenn's richtig losgeht, dann machen wir doch mal wieder alles alleine. Wart's doch ab. Verdammt, warum steht das doch hier rum? Rein damit! Wenn die wissen, was wir mit ihnen so vorhaben, dann würden sie uns für verrückt erklären. Und damit hätten sie auch gar nicht mal so Unrecht, ist doch wahr. Sie wissen, was auf sie zukommt und sie wissen auch, warum. Mhm. Du schuldest uns 132 Dollar und 62 Cent, Mac Adams. Ich kann dir leider keinen Kredit mehr gewähren. Du gibst mir die Medizin, Sammy. Meine Kleine hat wieder einen Durchfall erwischt. Vielleicht von dem Dreck, den du hier verkaufst. Du weißt, ich bezahle sofort, wenn ich Bargeld habe. Schiebt eure Ärsche an die Luft, du und deine Söhne, wenn ihr furzen wollt. Und bleibt mir vom Hals. Ich führe nur die Anweisung der Firma aus. Ich bin nicht der Boss. Und die Firma sagt, du kriegst keinen Kredit, wenn du nicht die Schulden bezahlst. Kannst dir also deinen Atem für was Besseres aufsparen. Mit Kredit ist es aus. Du hast es so gewollt. Das bringt mich auf was. Stell dir vor, Sammy. Der County Commissioner kommt in ein paar Tagen her. Und wenn diese Dummköpfe nicht reden, ich werde. Ich sage ihm, in was für Fallen du uns zu unserem Verderben lockst. Willkommen, Mr. Moore. Wir müssen uns beeilen dieses Jahr. Ich kann nicht länger als 2 Tage bleiben. Ich hoffe, es ist alles bestens vorbereitet. Mm-hmm. Sind die Einwohner von unserer Anwesenheit unterrichtet? Ohne Ausnahme, Commissioner. Jeder Einzelne. Wir haben also alles getan, um Ihren Aufenthalt zu verschönern. Soweit es in unseren Kräften steht. McGavin hat durchgedreht. Er will herkommen und die Verhandlung hochgehen lassen. Ihr müsst ihn abfangen. Es ist wirklich ein Wunder, dass wir wieder auftreten dürfen. Ja. Und das haben wir nur euch beiden zu verdanken. Meine Leber juckt, das bringt Unglück. Ich hab die Hosen sowieso schon gestrichen voll, also bitte jagt mir keinen Schreck ein. Sonst dreh ich noch durch, bevor es richtig losgeht. Das könnt ihr doch nicht. Sehr gut, fang nur nicht an zu heulen, das kann ich nicht leiden. Thomas Lipp. Tot. Richard Lipp. Tot. Jenny Lipp. Ist sie hier? Tot. Ihr Land und die Konzession, falls sie übernommen wird, gehen somit an ihre Erben. Sind auch tot. Alle tot. Erhebt jemand von den Anwesenden Anspruch auf die Rechte der soeben erwähnten Schürfkonzession? Wir, wenn euer Ehren erlauben. Unsere Kompanie beansprucht einen Kredit, der dem Toten gewährt wurde, von ihm ordnungsgemäß unterschrieben, über 52 Dollar und 27 Cent. Die Unterschrift stimmt mit der des Toten überein. Hat noch jemand der hier Anwesenden Ansprüche auf die soeben erwähnte Konzession? Niemand? Wer möchte, indem er die 52 Dollar und 27 Cent begleicht oder auch nur verspricht, sie zu begleichen, in das auf dem Gemarkungsplan mit Nummer 387 und 420 bezeichneten Gebiet für eine 20-jährige Konzession eingetragen werden? Besagte Konzession ist von Jahr zu erneuern, und zwar entsprechend Artikel 7 der Landvergabeverordnung. Sie sehen, Richter, dass hier niemand... Nennen Sie mich nicht Richter. Nicht euer Ehren? Und auch nicht euer Ehren. Wie Sie es wünschen. Gewiss hat Ihre Company schon einen offiziellen Antrag vorbereitet, nehme ich an. Selbstverständlich. Fahren Sie fort. Wilbur Jones. Schürfkonzession Nummer 3725. Ihnen wurden am 7. Juli dieses Jahres die Claims mit den Nummern 757, 415 und 528 aufgrund der Landvergabeverordnung rechtmäßig überschrieben. Treten Sie bitte vor. Sind Sie Wilbur Jones? Yes, Sir.
Beabsichtigen Sie, Ihre Konzession für die Claims mit den Nummern 757, 415 und 528 zu erneuern? Nein, Sir. Ruhe im Saal! Was? Nein, Sir. Was soll das heißen? Haben Sie nicht letztes Jahr Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um sie zu bekommen? Ja, Sir. Und jetzt wollen Sie sie nicht mehr? Nein, Sir. Wieso nicht? Wieso? Letztes Jahr war letztes Jahr. Ich möchte jetzt lieber für die Minengesellschaft arbeiten. Wenn Sie das wirklich wollen, der Nächste. Unterschreiben Sie hier, Jones. Für James Toole beanspruchen wir einen Kredit über 73 Dollar. Deswegen werde ich... Werden Sie jetzt den Antrag auf Auszahlung vorlegen? Ja, genau. Das dachte ich mir. Dann zeigen Sie ihn her und quatschen Sie nicht lange herum. Na komm schon, zieh! Na los, mach schon! Ja, gut so. Halt! Du hast lange gebraucht, um mich zu finden, Hutch. Es beruhigt mich, wenn du in meiner Nähe bist. Aber auch mit dir und deinen Freunden haben wir nicht die geringste Chance gegen diese Verbrecher. Gegen diese Lumpen, was zu unternehmen ist, glatter Selbstmord. Es sind zu viel. Ungefähr 200 Mann, hervorragend organisiert und bis an die Zähne bewaffnet. Auch die härtesten und mutigsten Männer haben aufgegeben und sich einschüchtern lassen. Ich kann's verstehen. Wer will für eine aussichtslose Sache schon gern seinen Kopf hinhalten? Nur ein einziger von ihnen hat den Mut gehabt, ihnen Widerstand zu leisten. McGavin. Er hat sich mit seiner Familie in den Bergen versteckt. Er wird versuchen, in die Stadt zu kommen und mit den Kontrollbeamten zu sprechen. Ich hab's gewusst. Sie haben das Versteck gefunden. Das ist Finch mit seiner Horde. Für die schmutzigste Arbeit haben Sie Finch geholt. Begreift doch endlich, dass es hoffnungslos ist. Hören Sie zu, Sharp. Sie dürfen sich doch frei in der Stadt bewegen. Selbstverständlich. Sie könnten sich also unter die Leute mischen und ein Gerücht in die Welt setzen. Sicher, das wäre überhaupt kein Problem, aber ich verstehe nicht ganz, was Sie sich davon versprechen. Bis jetzt noch gar nichts, aber es kommt. Einer von uns wird heute Nacht eine wichtige Aufgabe erfüllen. Und wer? Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Du sorgst mir dafür, dass aus dieser verdammten Hütte kein Mensch lebend rauskommt. Wenn es gar nicht anders geht, sprengt ihr das ganze Ding einfach in die Luft. Ich habe noch was zu erledigen. Wir haben uns doch verstanden. Ja, Mr. Fitch. Yeah.
was laufen kann, sieht unsere Show sich an. Beginnt 9 Uhr. Der weltgrößte Show für Mann, Kind und Frau. Attraktion, da bleibt Ende der Luft weg. Das sind die Acts aus Europa, der weltgrößte Wahrsager, Mormosa, der weltberühmte. George Brady, er ist tot. Benny Whitman ist auch tot. Ekelhaft. Mr. Boone, was ist denn? Er weiß alles über Sie, Ihre Nachbarn und Ihre Umgebung. Attraktionen aus aller Welt, aus allen 27 Erdteilen. Ein Zirkus ist etwas, dem kann ich nicht widerstehen. Pitt, gehen Sie und kaufen Sie 2 Karten. Sie haben keinen Spaß daran? Das schon, aber... Dann besorgen Sie 3. Mr. Fischer ist heute Abend mein Gast. Zu freundlich von Ihnen. Das wäre mir ein Vergnügen, wenn Sie erlauben, dass... Diesen Artisten muss geholfen werden. Es wäre doch ein Jammer, wenn Ihre Vorstellung heute schlecht besucht wäre. Das würde ich nicht zulassen. Gentlemen, zu Ehren unseres Commissioners möchte sie die Leitung der Minengesellschaft herzlichst zu der Vorstellung heute Abend einladen. Und zwar alle. Ohne Ausnahme. Danke sehr. Da Sie so überaus großzügig sind, möchte ich dazu anmerken, dass es für mich eine persönliche Beleidigung wäre, wenn jemand nicht kommen würde. Keine Sorge, Mr. Moore. Sie werden da sein. Ja. Ich habe wieder mal so ein Jucken in der Leber. Wenn die Mädels schon einen kleinen Fehler machen, ist unser schöner Plan im Eimer. Sie werden keine Fehler machen. Der Dicke im hellen Mantel, der mit der Halbglatze, der gerade kommt, das ist Fischer. Aus dem würde ich am liebsten die Luft rauslassen. Jetzt fehlt noch mein spezieller Freund. Du meinst, hat gefehlt. Sieh mal raus. Bitte auf dieser Seite. Bleib ganz ruhig. Ich bin eiskalt. Umso besser. Bis jetzt hat unser Plan geklappt. Wir werden ein volles Haus kriegen. Ich bin schon jetzt am Ende. Ich kann einfach nicht rausgehen. Ich schaff's einfach nicht mehr. Du weißt, was für uns auf dem Spiel steht. Reiß dich zusammen und geh raus. Ich lasse euch nicht aufsitzen, aber ich kann nicht rausgehen. Ich bin wie gelähmt. Du wirst da rausgehen, und wenn ich dich tragen muss. Nein! Ladies and Gentlemen, die Vorstellung beginnt sofort. Aber vorher möchte ich Ihnen erst noch danken für die allgemeine Anwesenheit. Vielen Dank. Darum werden Ihnen zu Ehren heute Abend unsere Artisten was Ungewöhnliches darbieten. Zusätzlich zu Ihrem regulären Programm, wodurch Sie auch im Westen weltberühmt geworden sind, bringen Sie eine Pantomime, freigestaltet nach dem Drama des weltberühmten europäischen Dramatikers, dessen Werke Ihnen allen vertraut sind, möchte ich behaupten, Mr. William Shakespeare. Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass unsere Darbietung Ihren ungeteilten Beifall finden wird. Aber falls sie unerwarteterweise Ihren erlesenen Geschmack nicht treffen sollte, denken Sie bitte daran, dass wir nicht die Autoren sind. Wir sind lediglich die Schauspieler, die ergebenen Diener eines unserer berühmtesten Vorfahren. Das Gesinde seiner Dichtkunst, die Überbringer einer Botschaft. Es ist uns ein Vergnügen, Sie jetzt mit einem Spektakel aus einem der großartigsten Theaterstücke der westlichen Welt zu unterhalten. Vielen Dank! Du? Thank you.
Hey, Pa, gehen wir nach Hause. Warte einen Moment. Interessant, nicht wahr? Finden Sie? Zu fühlen. Mach jetzt bloß nicht zu viel. Aufgemerkt, Ladies and Gentlemen und hochverehrte Gäste. Es folgt der große Extrakt, den niemand zuvor gesehen hat und den viele der anwesenden Herrschaften vermutlich auch kein zweites Mal sehen. Jedenfalls ganz. Ein Akt, bei dessen Anblick ihr Blut gerinnen wird. Von dem Generationen nach... Was quatscht ihr zusammen? Der ist doch voll. Ich weiß nicht, was du hast, aber das ist doch noch diese Nummer, die Matschauge da draußen anzieht. Wir zeigen die Weltsensation des Jahrhunderts, den weltberühmtesten Akt, den die Welt je gesehen hat. Die fliegenden Bergleute. Thomas Lipton! Der Mann, der zu keinem Kompromiss bereit war! Gestorben! Anthony Billing! Er fand eine Möglichkeit, seine Familie vom Verhungern zu bewahren! Gestorben! George Grayling! Gestorben! Und wo ist Benny Whitman? Verstorben! Und Oliver Baxter? Er wurde als einer der Ersten erschossen. Warum ist der tapfere Ire heute Abend nicht hier? Du meinst McGavin? Ja, die meine ich. Sie haben sein Haus in die Luft gejagt. Jetzt reicht es! Da hast du recht. Steh auf! Ja, dich meine ich. Ich könnte heulen vor Wut. Mit diesem lahmarschigen Verein kann man auch keinen Krieg gewinnen. Sieh dir diese traurigen Figuren an. Denen steht ja der Fußschweiß im Gesicht. Warum verteidigt ihr euch nicht? Nicht doch. Nun sieh dir das an.
Ich hab's ja geahnt, dass ich wieder alles alleine machen muss. Na schön, aber wenn wir beide da oben Harfe spielen, dann wird abgerechnet. Nur wir zwei, hast du mich verstanden, du Blaubacke? Reiß dich mal zusammen, ja? Ja, ja, ich reiß mich ja schon zusammen, aber ich werde doch diesem lahmarschigen Haufen noch sagen dürfen, was ich von denen halte. Oder willst du das verbieten? Das wäre noch schöner. Was ist los mit euch? Wollt ihr nun kämpfen oder nicht? Wir sind keine Killer. Sollen diese Fremden ihren Kopf für uns allein hinhalten? Oh, was leicht reden. Wir gehen mit, mein Bruder und ich, wir wollen dabei sein. Wir machen sollen. So schnell wie möglich in Deckung gehen, mein Junge. Komm mit! Alles meine Schuld. Wenn du mich nicht geholt hättest, dann wäre ich schon gestorben. Und weißt du auch woran? An Langeweile. Commissioner, Sie gehen langsam zu weit. An Ihrer Stelle würde ich den Mund halten. Zur Hölle mit Ihnen! Ist Ihnen nicht klar, dass die alle im Grab landen, wenn Sie jetzt nicht auf mich hören? Das sind heute nicht die Clowns, ihr seid es! Legt die Waffen weg, ihr macht euch doch nur lächerlich. Ich garantiere, dass euch kein Haar gekrümmt wird. Finch und der Rest meiner Leute, wir haben euch völlig in der Hand, also tut, was ich sage. Aber ihr müsst es jetzt tun. Glaubt ihr Idioten im immer noch? Worauf warten wir eigentlich? Ihr jämmerlichen Feiglinge. Mir wird ganz schlecht bei eurem Anblick. Komm, Jack, wir gehen jetzt da raus. Charlie, du kommst richtig, wie immer. Ja, jetzt reicht's!
lass dir gefälligst was einfallen, oder willst du geröstet werden? Na also. Zum Frühstück. Seid ihr etwa blind? Die stehen doch direkt vor euch! Die Nummer ist toll. Ich habe eine Nase für sowas. Wenn hier einer zum Clown wird, dann Sie, Mr. Fischer. Das gefällt dir wohl da oben, was? Block rechts und auf die Birne. Diesen muss was. Das ist viel zu schwer für dich. Ja. Danke dir. Immer auf mich, nur weil ich ein bisschen völlig bin. Pass auf, hinter dir steht einer! Bei mir lernt jeder fliegen. Hey, wo steckt eigentlich unser Blauauge? Weiß nicht, vielleicht hat er sich irgendwo gemütlich gemacht. Ach so, er hat sich gemütlich gemacht. Ah.
Für diese Schweinerei bringe ich dich an den Galgen. Das verspreche ich dir. Frisch gewagt, Mr. Fischer. Zeigen Sie uns, wer Sie in Wahrheit sind. Aber beeilen Sie sich, ich habe nicht mehr viel Zeit. Na, was ist nun? Ein wichtiges Gesicht allein macht mich noch nicht ängstlich. Ach, hey, je. Das muss Ihnen doch peinlich sein. Ja, wie ich gesagt habe, Mr. Fischer. Sie sind in Wahrheit der Clown? Bei Putz kann er plötzlich reden.